So, die große Bauphase ist jetzt wieder mal abgeschlossen, hat sich einiges getan. Rundherum haben wir alles ein bisschen aufgefrischt und erneuert. Gehen wir es kurz durch. Und an dieser Seite ist sozusagen die neue Drechselecke. Haben wir alles ein bisschen platziert. Von Drechseleisen bis zum Kompressor, den ich dann zum Schleifen meistens verwende, ist alles fix jetzt da in diesem Eck positioniert, beziehungsweise die Schraubzwingen, die habe ich da wieder rauf gemacht, weil sie nehmen mir da keinen Platz weg und man mag schön dazu überall, wenn man was braucht. Was wichtig ist, an der anderen Seite ist ein kleines Plattenlager entstanden, das was ich unterteilt habe in Span- und Plattenwerkstoffe, Dreischicht und Leinholzfichte bzw. Massivholzfichte. Dieses Plattenlager ist derzeit noch ein Provisorium, weil wenn ich die ganzen Sachen verarbeitet habe, wird der Tellerschleifer dann an dieser Seite positioniert und ich habe dann da Platz für meine Tischbohrmaschine. Was mir auch wichtig ist, dass das dann einen fixen Platz hat. Die Absaugung habe ich darüber gestellt und habe die Absaugleitungen wieder nach hinten gezogen in die Richtung, wo jetzt die Kamera steht. Beziehungsweise habe ich die Starkstromleitungen von der Decke nach links abgeschwenkt bzw. entlang der Wandpaneele weiter nach rechts Richtung Kompressor, weil der einen Starkstromanschluss hat, habe ich da auch eine Dose gesetzt. Diese Absaugleitungen sind für neue Maschinen, und zwar ich war zufälligerweise in der Gegend rund um Linz und da ist der Schauraum der Firma Felder auch nicht weit und eigentlich wollte ich nur ein bisschen schauen, weil ich die Zeit zum Überbrücken gehabt habe und rausgekommen ist eine kombinierte Holzbearbeitungsmaschine, die Hammer C31 bzw. eine Bandsäge, die 4400M, ebenfalls von Hammer, produziert von der Firma Felder, und ich habe es bestellt, ich habe da nicht auskennen. Und das ist eben der Grund, warum ich da wieder Maschinen erinnern haben werde. In dem Sinn, ja, war viel Arbeit, habe eigentlich meinen dreiwöchig geplanten Urlaub habe ich eigentlich jetzt zum Umbau verwendet von der Werkstatt und ja, es hat sich auf jeden Fall ausbezahlt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ich weiß es noch nicht, ob sich das ausgehen wird, dass man in den nächsten Wochen bereits die Maschinen zum Vorstellen verfügbar sind bei mir da. Wir schauen uns es auf jeden Fall an, was diese kombinierte Holzbearbeitungsmaschine mit Kreissäge, Fräse, Abricht und dicken Hobelmaschine alles kann. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.